Hallo und herzlich willkommen bei Generation Zero. Ich wünsche euch bei der Folge von heute viel Spaß. Sind wir hier in Phasmophobia oder so? Kommen wir da unten ran? Ja. Nein? Ja. Was ist das hier mit den schwebenden Stühlen und so? Also das ist auch neu. Was sind das da für Dinger, die da gerade am Himmel lang geflogen sind? Ja? Ufos? Leuchtturm? Was hast du denn für eine Maske auf? Sag mal, sind wir jetzt irgendwie in einem Horrorspiel gelandet oder was ist hier los? 1, 2, 3, 4. Und los. Irgendwie bahnt sich Gewitter an. Wo geht's hier hin? Moment, Moment, halt. Bleib mal stehen. Wollen wir das hier erstmal eben machen? Komm. Bevor wir zum Leuchtturm fahren, Planänderung. Schauen wir uns das hier mal an. Aber guck erstmal, was uns hier erwartet. Hier scheint es ruhig zu sein. Also ich sehe jetzt nicht wirklich irgendwie großartige Gefahr. Lila Hackbo. Zwei Waffen gibt es hier zu finden, okay. Ich höre ein Spinnvieh. Da hinten ist es. Ich sehe es. Da hinten ist noch irgendwo eins. Gucken erstmal, wo das. Entweder ist das im Haus oder dahinter. Es ist kaputt. Okay, hier kann man auch noch nach unten gehen. Schauen wir uns mal auf dem Steg um. Steg, genau. Nix. Ups, jetzt wäre ich beinahe ins Wasser gefallen. So, aber Waffe sehe ich hier keine. Wieder total angeschossenes Haus hier. Hier ist nichts drin. Ach, in das Haus hier kommen wir gar nicht rein. Ich guck mal noch mal schnell außen rum, ob es hier irgendwo hochgeht. Aber doch hier. Hier kommen wir hoch. Hopp. So, da haben wir doch schon die erste Waffe. Spielkarten, die möchte ich mitnehmen.
Okay. Ja, hat es hier voll gemütlich gemacht, ne? Mit Apfel und Trinken und einem Buch. Sonst ist hier oben nichts. Dann gucken wir unten noch nach. Da steht nur ein paar. Oh, Schloss knacken, okay. Die Tür geht nicht auf. Wir können uns eigentlich. Warte mal, hier hängt noch ein Rucksack. Wir können uns eigentlich auch mal hier die besseren. Die hier hinpacken. Hast du das gemacht? Hier hin? Na, mach das doch. Hat er das jetzt gemacht oder nicht? Ja, okay. Und noch mehr davon. Mach mal hier die Tür zu. Ja, da sind noch ein paar Kisten. Das Haus ist doch größer als gedacht, ne? Ach, hier haben wir Waffe Nummer 2. Ja, ist sehr schön. Tonschuhe gefunden. Und hier voll zerlöchert eigentlich, ne? Ach, hier noch eine Adrenalinspritze auf dem Klo. Okay, dann können wir jetzt wieder nach oben und raus. Upsala, geh doch die Treppe ganz hoch und nicht wieder nach unten. So, und hier auf den gleichen Weg wieder zurück. Und dann können wir uns da hinten noch umgucken. Komm, mach auf. Brennballschläger. Sind wir hier in Phasmophobia oder so? Ich glaube, das Spiel versteht nicht, dass wir nicht Horrorspiel spielen. Einfach hier ein Geist den Stuhl wegkickt und mich dabei auch noch wegschiebt. Okay. Und wieder unten ran? Ja. Nein? Ja. Was ist das hier mit den schwebenden Stühlen und so? Also das ist auch neu. Oh, hier sind Dings. Na nimm. Da kommst du wieder nicht ran, oder was? Na gut, dann lass sie da liegen. Ich habe da keine Lust. Wie eine Verrückte dahinterher zu sein, wenn man da nicht rankommt an die Hitbox, so wie auch an dieses Radio. Ja. Es ist ja nicht so, dass man hier dem Loot hinterherrennen muss. Wir haben mittlerweile so viel Zeug bei uns in der Kiste. So, in diese Scheune gehen wir gleich rein. Wir schauen uns erst noch mal hier bei den Containern um. Schieß nicht drauf. Langsam geht auch die Sonne auf, scheint's.
Geht die Tür hier nicht auf? Okay. Da hinten ist nichts. Oben geht nicht auf. Okay. Ich wüsste auch nicht, wie man sonst da hochkommt. Was sind das da für Dinger, die da gerade am Himmel lang geflogen sind? Da? UFOs? Seht ihr? Was auch immer. Orbs? Schnee? So, schauen wir uns noch die Scheune hier eben an. Auch wieder komplett ohne Tiere. Aber hier hat jemand Wohnzimmer in der Scheune. Okay. Sonst ist hier nichts. Ja, ich hätte dich beinahe übersehen, Kiste. Und jetzt nach oben. Da ist was versteckt, aber da kommen wir nicht ran. Nee. Okay, dann waren wir jetzt hier auch bei diesem Bauernhof. Hier hinten geht es auch noch weiter, aber Moment. Dann lass uns jetzt mal noch da hinten gucken. Oder waren wir da schon? Nee. Steht irgendwie Blaulicht. Das Holz hat noch Einsammellootgeräusche. Aber ich denke mal, das Blaulicht wird da auf der Straße stehen zum Leuchtturm. Okay, dann sind wir hier durch. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zum Fahrrad. Oh, ja, los. So, auf geht's zum Leuchtturm. Hier lang. Müssen wir jetzt nur gucken, wenn da nämlich gleich irgendwie so Blaulicht steht, nicht, dass da wieder Viecher sind. So, da hinten. Schauen wir uns das erst wieder über Fernglas an. Aber ist da, ja, da ist eine Relaisantenne da unten. Ui, Moment, Moment. Das scheint aber nur Hündchen zu sein. Fahrrad lasse ich da mal stehen. Ich dachte gerade, hier liegt irgendwie ein Kopf und so. Es ist nur ein Stein. Okay, der Leuchtturm, voll schön, ne? Ja. Auf den Leuchtturm bin ich gespannt. Mal.
Hier sind keine Hündchen. Da hinten laufen die. Vier Stück? Fünf? Wie viele sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Hundis. Und bei meinem Glück kommt dann doch noch irgendwo ein Dicker vorgesprungen. Hier lauter Blutflecken beim Rucksack. Warte, der fixiert uns. Oh, was ist das hier denn? Ein Safe-Dings? Na, Mama, mach mal hier. Oh. Da ist irgendwas drin. Ich kann mich aber nicht ducken. Mach mal hier. Oh. Ich habe Angst, dass ich hier mich gleich wieder festhänge. Mal hier die Tür zu. Hier auch. Ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Dann können wir hier wieder zumachen. Gehen einfach mal Tür für Tür vor. Hier ist nichts. Hier scheint was drin zu sein. Ah, Schloss knacken, okay. Ach, schön. Ich denke mal, das werden wir jetzt bei den Hündchen auch brauchen. Hier ist nichts drin. Hier ist wieder Schloss knacken. Ui. Hatten wir hier die Türen schon? Ich denke, hier müssen wir aufmachen. Aber da ist nichts. Hier ist nichts. Okay. Warte mal, mach mal hier zu, sonst komme ich da hinten nicht ran. Können wir jetzt hier alles zumachen, die komplette Reihe. Und hier gucken wir noch nach. Nichts. Nichts. Na, mach zu. Adrenalinspritzer, sehr schön. Er hat es von hier oben probiert. Oh, wir sind überladen. Sprinten ist deaktiviert. Na, herzlichen Glückwunsch. Und das jetzt bei den Hündchen. Soll ich jetzt wirklich probieren, die von hier oben? Soweit reicht unsere Waffe nicht. Wir sind überladen. Also, ich glaube, hier ist jetzt das Bild vor von mir. Also, wir sind bei 72,8 Kilogramm und 64 können wir nur tragen. Kann ich da nicht irgendwie so eine Fackel hinwerfen?
Also für die Waffe muss man auch wieder näher rangehen. Seid ihr Hündchen? Oh, Moment, Moment. Renne mal, renne doch mal. Ach so, stimmt ja, geht ja nicht. Ich hab's vergessen. Ist ja deaktiviert. So, den haben wir. Oh. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, hier reinzugehen. Wir hängen fest irgendwie. Nimm mal schnell hier Medi, genau. Und das, wo wir nicht rennen können. Moment. Medi? Und Waffe. Ja, lad doch schneller nach. Den hier müssen wir noch, ne? Oder ist der schon tot? Ja, der ist schon tot. Okay. Okay. Ging ja. Dann überladen wir uns jetzt noch mehr. Ich hoffe, dass ich dann nicht irgendwann gar nicht mehr laufen kann. Wir gehen jetzt aber trotzdem vor bis zum Leuchtturm. Was hast du denn für eine Maske auf? Sag mal, sind wir jetzt irgendwie in einem Horrorspiel gelandet oder was ist hier los? Oh Mann. Das hatten wir schon. So, die Relaisantenne. Er hat auch so eine Maske auf. Naja. Hier liegt ein Polizist. Oh, je. Oh Gott, hier hat es aber ganz schön viele erwischt, ne? Was ich mich nur frage, haben die Polizisten hier gegen die, waren das hier Verbrecher? Haben die deswegen so eine Masken auf? Dass gar nicht die Viecher jetzt hier gegen die gekämpft haben, sondern die gegen die Polizisten. Voll der Tatort hier. Von der anderen Seite kommen wir da ran. Okay. Ups. Oh. Wir können uns nicht mehr bewegen. Ah, ich muss irgendwas rauswerfen. Moment. Ich kann nicht mehr laufen. Wir sind jetzt heillos. Überladen. Was werfe ich denn mal raus? Hm. Moment. Wer hat hier so eine...
Ja, was werfe ich raus, ne? Große Frage. Komm, Gegenstand ablegen. Können wir jetzt wieder laufen? Okay, dann können wir jetzt hier gerade nicht alles durchlooten. Geh mal eben hier zum Leuchtturm hin. Relaisantenne machen wir dann gleich. Ich hoffe einfach mal, dass es hier beim Leuchtturm irgendwie eine Truhe gibt, dass wir die zur Base machen können. Hier gibt es zumindest schon mal eine Fahrradstation. Also, lass uns mal beim Leuchtturm gucken, ob wir da eine Truhe finden. Leuchtturm, eine Waffe, ein Plan, den man finden kann. Okay, nee, hier gibt es keine Truhe. Gelber Mond. Hier gibt es keine Truhe. Aber ich will immer rennen. Vielleicht hier in dem Schuppen oder in dem Haus. Gucken wir erstmal im Schuppen. Ah ja, da sehe ich schon das Symbol von der Truhe. Sehr gut. Dann werde ich jetzt hier erst einmal unseren ganzen Kram abladen. Das war's heute mit Generation Zero. Ich hoffe, die Folge von heute hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.